Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 17, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt. Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Ich würde mir erlauben, die Vorlage kurz selber einzubringen. Und dann steigen wir ein in die Rederechte und dann in die Fraktionsrunde. Beginnt heute Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr verehrte Gäste, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, gestatten Sie mir den Tagesordnungspunkt Bewerbung der Landeshauptstadt um den Titel Kulturhauptstadt Europas selbst einzubringen. Ich glaube, wir alle sind uns einig. Dresden ist eine Kulturstadt und Dresden kann Kulturhauptstadt werden. Mit dem heutigen Beschluss stellen wir die Weichen, um in den kommenden Monaten und Jahren eine Bewerbung zu entwickeln. Eine Bewerbung, die von der Bürgerschaft geprägt und getragen wird. Eine Bewerbung, die begeistert und die nationalen wie internationalen Entscheidungsträgern überzeugen wird. Uns allen sollten bei dieser Entscheidung aber ein paar Dinge sehr bewusst sein. Eine Bewerbung um den Titel zielt nicht auf ein tolles Jahr voller internationaler Events und auch nicht auf weitere Großinvestitionen im Kulturbereich. Der Titel Kulturhauptstadt ist auch nicht gemeint als Preis für Städte mit reichen Kunstschätzen und bedeutender kultureller Vergangenheit, wie wir es auch hier sind. Kulturhauptstadt ist vielmehr ein Stipendium zur zukünftigen Stadtentwicklung. Ich glaube, dass wir dieses Stipendium sehr gut gebrauchen können und sehr gewinnbringend einsetzen werden. Mit der vorliegenden Konzeption schlagen wir Ihnen vor, die Bewerbung langfristig mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen und Institutionen dezentral und ergebnisoffen zu entwickeln. Ich werde manchmal gefragt, ob es denn schon ein Motto oder ein Thema gibt. Nein, ein Motto gibt es noch nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so. In einer der Beratungen des Initiativkreises und der Ideenwerkstätten, die in das Ihnen vorliegende Konzept eingeflossen sind, hat ein Teilnehmer diesen Gedanken so formuliert. Wenn es gelingt, die Bewerbung zu einer gemeinsamen Sache vieler Dresdner zu machen, das wäre ein Gewinn für uns alle. Selbst wenn Dresden nicht Kulturhauptstadt werden sollte. Und ich möchte noch eines anfügen. Diese Bewerbung wird den Bürgerinnen und Bürgern nicht von Politik oder Verwaltung übergestülpt werden. Entweder es gelingt uns ein Gemeinschaftsprodukt oder es gelingt uns überhaupt nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dresden ist ein Kristallisationspunkt für die Herausforderungen, vor denen unsere deutsche, aber auch die europäische Gesellschaft zurzeit steht. Mit dieser Bewerbung wollen wir ganz bewusst einen relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Kulturraums Europa leisten. Und ich sage nicht nur mit Blick auf die heutige Stadtratssitzung. Dieser fordert von uns allen, von der gesamten Bürgerschaft, wer ist schon mit Augenzwinkern, den Tunnelblick zu verlassen und sich für Einflüsse aus Europa und der ganzen Welt noch viel mehr zu öffnen, als wir es bereits tun. Die Ihnen vorliegende Konzeption ist also ganz bewusst noch keine Bewerbungsunterlage, sondern beschreibt den Weg und die Leitlinien, entlang derer eine Bewerbung entwickelt werden soll, die voraussichtlich 2019 eingereicht werden muss. Dafür brauchen wir das beschriebene Kulturhauptstadtbüro und die notwendigen Mittel. Zur Umsetzung bis 2019 und danach, besonders auch im Falle der Ernennung, werden weitere Beschlüsse notwendig sein. Ich bin sehr dankbar,
dass schon heute zu diesem Tagesordnungspunkt ganz unterschiedliche Akteure unserer Stadtgesellschaft sprechen werden. Und ich danke den Fraktionen, die dafür ihr Rederecht und Redezeit zur Verfügung stellen. In diesem Sinne wünsche ich mir eine breite Zustimmung zu unserer Vorlage und würde mich freuen, mit Ihnen gemeinschaftlich und der Stadtgesellschaft in den nächsten Jahren sehr intensiv an der Bewerbungsunterlagen zu arbeiten und natürlich, dass wir es dann erfolgreich auch gestalten können. Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit den Rederechten. Ich nehme es mal einfach in der Chronologie, wie es in der Liste aufgeführt ist. Es beginnt Herr Hans Müller-Steinhagen und danach Herr Professor Lauströhr, Herr Vogler, Herr Tannenberg. In dieser Reihenfolge würde ich unsere Gäste bitten, an das Rednerpult zu kommen. Jeder hat 5 Minuten Redezeit, wie das auch für die Stadträtinnen und Stadträte gilt. Bitte schön, Herr Professor Müller-Steinhagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Beigeordnete, sehr geehrte Stadträte, meine Damen und Herren, ich möchte mich als erstes bedanken für die Einladung, heute hier aus Sicht der Wissenschaft im Hinblick auf die Bewerbung Dresden zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ein Meinungsbild abzugeben. Ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal hier. Ich begrüße es sehr, dass ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit heute die unterschiedlichsten Menschen aus dem Stadtgeschehen eingeladen wurden, sich zu äußern. Und ich muss sagen, ich finde es als große Ehre, dass ausgerechnet ich angefragt worden bin. Ich möchte auch ganz klar sagen, ich spreche hier nicht als Einzelperson Hans Müller-Steinhagen oder als Rektor der Technischen Universität Dresden, sondern ganz bewusst als Repräsentant der Dresdner Wissenschaft, als Sprecher unseres Wissenschaftsverbunds Dresden Konzept. Dresden hat eine bedeutende Wissenschaft. Wir haben von allen größeren Städten in Deutschland die höchste Dichte an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben 15.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf etwa 500.000 Einwohner. Das ist enorm. Und ich kann Ihnen versprechen, die Einschätzung einer Bewerbung Dresdens zur Kulturhauptstadt Europas ist im Hinblick auf den Mehrwert eines solchen Vorhabens, das wir für die Dresdner Wissenschaftslandschaft erwarten, ganz eindeutig positiv. Wir würden diese Bewerbung zweifelsohne begrüßen, auch da wir in der Vergangenheit positiv, aber in letzter Zeit eher negativ vor Augen geführt bekommen haben, dass eine Entwicklung der Stadt nicht völlig losgelöst von der, eine Entwicklung der Wissenschaft nicht völlig losgelöst von der Reputation des städtischen Umfelds gesehen werden kann. Ich möchte aber auch bei dieser Gelegenheit hervorheben, dass ein solcher Titel Kulturhauptstadt nicht als Selbstzweck gesehen werden darf und dass er sicherlich auch keine Universallösung für konkrete Herausforderungen, die unsere Stadt derzeit beschäftigen, zu betrachten ist. Die Bewerbung um die europäische Kulturhauptstadt ist ein langfristiges Projekt. Wir haben gehört, 2019 die Einreichung. Aber bereits im Vorfeld dieses Bewerbungsprozesses werden zahllose Gespräche geführt, zahllose Initiativen ergriffen. Und ich glaube, dass gerade diese Langfristigkeit die eigentliche Chance ist für ein gemeinsames Vorgehen. Das kann ich ganz einfach aus unseren Erfahrungen im Rahmen der Exzellenzinitiative bestätigen, wo eben auch der Weg das eigentliche Ziel gewesen ist und wo selbst im Falle eines Misserfolgs, der Gott sei Dank nicht eingetreten ist, für die TU Dresden ein Mehrwert hervorgekommen wäre. Und das wird auch für die Stadt Dresden der Fall sein. Die Wissenschaft wird diesen Prozess mit Tatkraft unterstützen. Wir werden unsere wissenschaftliche, unsere kulturelle Infrastruktur einbringen. Wir werden Raum und Räumlichkeiten für kreative Gedanken beitragen. Wir werden mit umfassender Ausbildung unserer jungen Menschen einen Beitrag zur Entwicklung einer Gesellschaft leisten. Wir werden auch stadtgesellschaftliche und Europa betreffende Fragen stellen
und auch zukünftige Herausforderungen des Zusammenlebens in interdisziplinärer Forschung fundiert reflektieren. Wir werden unsere starken internationalen Netzwerke zur Unterstützung der Bewerbung einbringen und unsere Partnerschaften mobilisieren und nicht zuletzt unsere zahlreichen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zusammen immerhin 45.000, werden auch weiterhin einen großen Einfluss auf die Stadt und das Stadtgeschehen und auf unsere Gemeinschaft haben. Das Motto der Technischen Universität Dresden ist Wissen schafft Brücken. Und ich glaube, dieses Motto gilt auch ganz selbstverständlich für die Weiterentwicklung unserer Stadt und für auch den europäischen Gedanken und damit auch für unsere Bemühungen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas. Und ich glaube auch jetzt ganz selbstsüchtig, dass diese Bewerbung auch für die Dresdner Wissenschaft eine Vielzahl von Möglichkeiten bereithalten wird, wie wir uns noch enger mit der Dresdner Kulturlandschaft vernetzen können, wie wir uns noch enger und noch direkter in die gesellschaftliche Entwicklung vor Ort einbringen können und dann natürlich auch die entsprechenden Früchte dieser Bemühungen ernten können. Meine Damen und Herren, wir wissen aus Erfahrung, dass ein solcher Titel, in unserem Fall Exzellenzuniversität, im Falle von Dresden, möglicherweise Kulturhauptstadt, eine ganz enorme internationale Strahlkraft mit sich bringt. Aber wir müssen uns auch gemeinsam bemühen, auf dem Weg dorthin und diesen Weg auch so gestalten, dass diese Strahlkraft kein kurzfristiges Strohfeuer ist. Der Oberbürgermeister hat das schon kurz angesprochen, sondern dass dieser Erfolg, wenn er denn eintritt, auch die Stadt langfristig und zukunftsfähig im übertragenen Sinne des Wortes erleuchten wird. Und zwar dadurch, dass er die eigenen Stärken der Stadt zum Leuchten bringt und auch den Gemeinsinn der Dresdner Bevölkerung stärkt. Und ich kann Ihnen nur zusagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Dresden werden dazu ihren Beitrag leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Müller-Steinhagen. Und als nächstes darf ich bitten, Herr Professor Lauströer. Verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie gestatten diese verknappte Anrede. Das spart Redezeit, die kann ich dann anders nutzen. Für Ihre Einladung und die damit verbundene Gelegenheit, zu Ihnen sprechen zu dürfen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich hebe dies hervor, weil es in Ihrer heutigen Sitzung nicht nur nach meiner Einschätzung um eine Frage oder auch Entscheidung geht, die mit großen Herausforderungen für Sie, für alle, aber auch mit großen Chancen für diese Stadt verbunden ist. In Ihrer Absicht, das will ich gleich voranschicken, eine Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2025 einzureichen, möchte ich Sie hiermit Nachdruck bestärken. Dass dieser Gedanke vor dem Hintergrund wöchentlich wiederkehrender Abendspaziergänge besorgter Bürger reifte, mag ein Teil des Anstoßes für diese Anstrengung sein, denn denen, die ihre Bewegung auf der Stilisierung gemeinsamer Feindbilder gründen, stellen sie nun die einende Kraft des kollektiven Engagements für eine Sache entgegen. Zu hoffen ist, dass ihre Entscheidung für diese Bewerbung in gleicher Weise von dem Wunsch und Willen getragen sein wird, diese Stadt zu einer oder dieser Stadt zu einer Entwicklung zu verhelfen, die nicht nur als Maßnahme gegen Pegida zu verstehen ist. In einem Beitrag in der Zeit vom 5. Juli 1996 schrieb der italienische Sprachwissenschaftler und Schriftsteller Umberto Eco unter dem Titel Grundzüge einer Stadtpsychologie über unterschiedliche Formen der Identifikation der Einwohner mit ihrer Stadt. Offensichtlich hatte Eco im gleichen Jahr auch Dresden bereist. Das besondere Verhältnis der Einwohner zu ihrer Stadt war ihm dabei nicht entgangen. Die Dresdner fragen einen gar nicht, ob einem die Stadt gefällt, so schrieb er, sie sagen es einem. Als ich diese Zeilen vor 20 Jahren las, kleiner Einschub, 6 Wochen zuvor hatte ich meinen Wohnsitz nach einigen Jahren des Pendelns endgültig nach Dresden verlegt, musste ich erkennen, dass es mir als Zugezogenem eigentlich auch so ging. Ich hatte längst begonnen, die Vorzüge dieser Stadt gefragt oder auch ungefragt zu loben. Mit einer gewissen Unschuld, das hatte Eco damals wohl erkannt, durften sich die Menschen dieser Stadt
an der wiedererwachenden Aufmerksamkeit und Bewunderung für ihre unübersehbare Schönheit freuen und ihr eigenes Urteil gefragt oder ungefragt zum Ausdruck bringen. 20 Jahre später geht manchen Dresdnern, so vermute ich, ein solches Bekenntnis zumindest ungefragt nicht mehr so leicht über die Lippen. Und das hat vielleicht nicht nur mit den Montagsspaziergängern zu tun, auch ein Teil des guten Glaubens an die Gegenwart und Zukunft sind uns wohl abhanden gekommen. Dabei gäbe es allen Grund, diese Stadt angesichts ihrer Entwicklung in den letzten 20 Jahren erst recht zu loben. Die Aufzählung aller wieder und auch neu errichteter Bauten samt den darin residierenden Institutionen, residieren muss, so muss man es in Dresden wohl sagen, würde den zeitlichen Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. An vielen Stellen wurde dabei erfolgreich der Bezug zu ihrer Geschichte und zu ihren Traditionen gesucht und auch gefunden. Dieser starke Fokus auf die überlieferten künstlerischen und baulichen Artefakte hat allerdings über Jahrzehnte dazu geführt, dass in den Hintergrund getreten ist, welcher künstlerischen Haltung und welcher Offenheit ihrer Förderer wir solche Kunst zu verdanken haben. Ohne die Neugier, den schöpferischen Mut und die Zuversicht von Künstlern und Architekten wären diese Werke nicht entstanden. Und die sächsischen Fürsten und Könige haben sich mit ihrem Gespür oder Drang für und nach Originalität haben damit auch Weitsicht und Kunstsinn bewiesen. Das müssen wir anerkennen. Ohne Frage kommt der Rolle der Künste und der Architektur heute in einer demokratisch organisierten Gesellschaft eine andere Bedeutung zu. Kunst und Architektur dienen hier nicht mehr primär als Prestigeobjekt, aber nach wie vor bilden sich in ihren Werken gesellschaftliche, soziale und politische Verhältnisse ab. An dieser Stelle komme ich nicht umhin, auf ein Dilemma hinzuweisen. Denn während die Begeisterung für die überlieferten Artefakte jahrhundertelang reifte und auch reifte, weil sie etwas über die heutige Gesellschaft erzählt und mit Hell- und Weitsicht nicht selten in die Zukunft weist. Mit Blick auf die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas, aber auch den Prozess dorthin, würde ich mir wünschen, Entschuldigung, diese Stadt könnte gleichermaßen als eine Art Werkstatt oder Atelier fungieren, in der Fragen und Projekte der Gegenwart und der Zukunft Europas mit Neugier, Mut und Zuversicht, den Urtugenden, also kreativen Handels und Denkens, entwickelt werden können. Den baulichen, also den materiellen Rahmen, dafür bietet Dresden heute schon. Zu öffnen wären allerdings die Fenster dieser Stadt, um den Horizont auf europäisches Format zu weiten. Ich bin noch gar nicht zu Ende, aber meine Zeit ist rum, oder? Klatschen Sie deshalb? Oder darf ich noch? Gut, also Dresden zu einer europäischen Kulturhauptstadt zu machen, würde nicht nur bedeuten, sie zum Kreuzungspunkt und Knotenpunkt unterschiedlicher kultureller Vorstellungen und deren gegenseitiger Befruchtung auszubauen. Es muss auch bedeuten, dass diese Stadt ihr eigenes Potenzial ausschöpft. Für die bildende Kunst hieße dies, neben den zahllosen Sammlungen, in denen sie ihre Kunstschätze bewahrt, auch Orte zu schaffen, an denen die Diskussionen zeitgenössischer, sprich künftiger Kunst geführt und diese auch ausgestellt werden kann. Versprechen würde ich mir davon eine gewisse Magnetwirkung, mit der sich die Kräfte und Persönlichkeiten, die sich für die Kunst in dieser Stadt engagieren, damit meine ich gleichermaßen Museumsleute, Galeristen, Künstler und Studenten, intensiver und vor allen Dingen dauerhafter an diese Stadt binden ließen. Ohne ein adäquates Raumangebot und eine entsprechende Sichtbarkeit nach außen wird dies nicht möglich sein. Als gutes Beispiel kann man hier in Dresden vielleicht das Heizkraftwerk Mitte nennen, das den darstellenden Künsten künftig ein gutes Quartier sein wird. Für die Architektur und den Städtebau sehe ich Chancen im erneuten Aufbau einer Wohnungsbaugesellschaft, die Beschäftigung mit den Folgen der demografischen und sozialen Entwicklung, des Einwohnerzuzugs und des daraus resultierenden Mangels an Wohnraum kann nicht nur dem freien Markt überlassen werden. Hier gilt es, eigene Konzepte und Modelle für die Zukunft zu entwickeln. Blicke ich abschließend auf das Konzept zur Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2025, dann möchte ich das ohnehin schon umfangreiche Gepäck nicht weiter erhöhen und möchte an dieser Stelle enden. Vielleicht noch ein Schlusssatz, denn würde nur ein Teil dieser Vorhaben gelingen, dann müssten die Dresdner auch künftig ihre Gäste nicht fragen, wie ihnen die Stadt gefallen hat. Sie, nämlich die Gäste, würden es dann ganz ungefragt sagen. Das haben Sie ja auch in der Vergangenheit schon oft genug getan. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Professor Lauschröer. Als nächster darf ich Herrn Fuchler bitten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträte, Sie schütteln den Kopf, Sie können mich nicht hören, doch. Okay, war was falsch, okay, gleich am Anfang. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute hier als Intendant der Dresdner Musikfestspiele und auch als international reisender Musiker. Ich wohne seit 1985 in Dresden und habe immer bewundert die kulturelle Kraft der Stadt und die Liebe zur Kunst in Dresden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Dresden 2025 zur europäischen Kulturhauptstadt keine gewöhnliche Bewerbung ist einer Stadt, die mit Kultur sozusagen viel am Hut hat, sondern tatsächlich international auf besondere Aufmerksamkeit stoßen könnte. Mir war immer die internationale Sichtweise, also sprich die Perspektive auf Dresden gerichtet in Europa oder auch in der Welt, sehr wichtig. Durch meine Reisen gab es viele Diskussionen über Dresden in Asien, in Amerika, in Europa, in vielen europäischen Städten. Seit 96 wohne ich in New York als zweiten Wohnsitz und auch dort wurde in den letzten 2 Jahren viel über Dresden diskutiert. Ich glaube tatsächlich, dass die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 eine unglaubliche Chance ist, ein besonderes Konzept vorzulegen und Dresden international in eine völlig neue Position zu bringen. Ich denke, dass es hier um Begabungen geht. Also was zeichnet einen Künstler zum Beispiel aus? Zunächst mal eine Begabung, also eine Anlage dafür, etwas tun zu können und dann natürlich die disziplinierte Durchführung dieser Tätigkeit. Und Dresden ist eine unglaublich begabte Kulturstadt. Und ich denke, dass wir auch uns entscheiden müssen als Dresdner. Wollen wir auf allen Segmenten gleich stark sein oder wollen wir einen Brückenkopf bilden, indem wir sagen, die Kulturhauptstadt 2025 könnte der Startschuss dafür sein, zu sagen, die Prägung Dresdens als Stadt mit einer unglaublich hohen Lebensqualität, natürlich als Standort für Wissenschaften, natürlich auch als Handelsstadt, natürlich auch als Stadt für Wirtschaftsstandorte, aber trotzdem mit einer Grundprägung als Kulturstadt, ist, glaube ich, auch eine Marketingentscheidung für Dresden. Und ich glaube, dass wir international mit dieser Prägung die stärksten Chancen hätten, in den nächsten Jahren Dresden noch bekannter, noch mehr zu verknüpfen in der Welt, noch mehr zu vernetzen in Europa und auch den Ruf Dresdens wieder zu stärken, gerade in der jetzigen Zeit. Ich denke auch, dass wir selbst etwas dabei lernen könnten. Wir könnten diesen Kleber, der Kultur und Bildung auch sind in der Gesellschaft, doch noch mal etwas überprüfen und auch daran arbeiten, dass dieser Kleber in der Gesellschaft noch wieder stärker und wird und uns hilft. Ich denke, das bezieht sich nicht nur auf Musik. Kultur ist auch das Zusammenleben unter den Menschen. Und ich schaue nur ganz kurz auf die Uhr, dass ich mich nicht zu lang ausbreite. Ich bin der Meinung, dass die Dresdner Musikfestspiele zum Beispiel eine Erfahrung sind, an der wir merken, wie die Atmosphäre sich zum Beispiel im Mai ändert, wenn die Menschen aus der ganzen Welt nach Dresden kommen, um Konzerte hier zu hören, in den vielen wunderbaren Spielstätten und auch um zu beobachten, was ist Dresden eigentlich. Also das Fenster der Menschen aus der Welt nach Dresden hinein und das Fenster der Dresdner in die kulturelle Welt. Das versuche ich mit den Musikfestspielen hier zu zeigen, jeden Mai, Juni. Und das ist auch etwas, was die Kulturhauptstadt 2025 ganz eindeutig akzentuieren würde. Und ich möchte es gern verbinden, diese Empfehlung, diesen Schritt zu gehen, möchte ich gern verbinden mit dem Wunsch, dass wir uns als Stadt vielleicht doch noch mehr entscheiden und sagen, jede Stadt in der Welt, die einen großen Ruf hat, hat doch irgendwann gewählt, wofür sie wirklich steht. Das heißt nicht, dass irgendwelche anderen Bereiche vernachlässigt werden. Es ist eine Balance natürlich immer das Allerwichtigste in jeder Stadt, in jeder Gemeinschaft. Aber doch eine für die internationale Positionierung Dresdens, denke ich, müssen wir die Kulturstadt Image-Komponenten noch weiter stärken und auch vor allem unseren Austausch mit der Kultur der ganzen Welt noch weiter anregen. Ich glaube, da liegen auch in Asien große Chancen und ich möchte Sie jetzt gar nicht weiter im Detail langweilen. Ich bewundere unglaublich, wie also ein ganzer Tag von Reden in einer Stadtratssitzung mit so viel Aufmerksamkeit von all Ihnen durchgehalten wird. Ich bin nicht derjenige, der so einen ganzen Tag Reden gewohnt ist, sondern ich besitze dann mal am Cello zwischendurch oder höre Musik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und möchte schließen mit einem wirklich mit einer Liebeserklärung an diese Stadt.
mit einer leichten Melancholie in den letzten Jahren, dass wir um diesen Ruf überhaupt kämpfen mussten. Ich glaube, das hat Dresden nicht nötig. Ich glaube, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, mit dieser Bewerbung ein eindeutiges Bekenntnis der Dresdner und Dresdnerinnen zur Kulturstadt zu demonstrieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogler. Und als Nächsten darf ich Herrn Tannenberg bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, vielen Dank für die Möglichkeit, als Vorsitzender des Kulturbeirates vor dem Stadtparlament zu diesem für uns wichtigen Thema sprechen zu dürfen. Es ist ein großes Glück, in dieser Stadt zu wohnen, denn dieser Stadt gehört die Zukunft. Ein stetiges Wachstum und eine Metropolfunktion gemeinsam mit Leipzig für Mitteldeutschland können uns auch ob der ermüdenden Diskussion um den demografischen Wandel selbstbewusst in die Zukunft schauen. Ja, und Dresden ist immer noch Bühne und Sehnsuchtsort. Die große Verbundenheit gerade unserer Kinder und Jugendlichen zu dieser Stadt lässt mich, der ich in Leipzig geboren wurde, sogar manchmal etwas erschrecken. Eine anzustrebende Bewerbung unserer Kommune als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 unterstütze ich ausdrücklich und kann Sie nur bitten, dies ebenfalls zu tun. Nutzen wir diesen Weg bis ins Jahr 2019 und dann vielleicht auch bis ins Jahr 2025, um Dresden als neuen Sehnsuchtsort zu erschaffen, einen, der sich für Europa verantwortlich fühlt und bereit ist auf die Wirkungen der Globalisierung unserer Welt, die dann schon wieder ein großes Stück weiter vorangeschritten sein werden, als Gemeinwesen zu reagieren. Der Weg wird dabei unser Ziel sein. Kreuzchor, Philharmonie, Zwinger und Frauenkirche werden nicht die Themen sein, mit denen wir nach außen punkten können und auch nicht nach innen. Definieren wir den Begriff Kultur als erworbene Voraussetzung sozialen Handelns. Es geht um unsere Arbeits- und Lebensformen, unsere Denken und Handlungsweisen und unsere Wertvorstellungen. Jegliches Handeln ab diesem Tag der Entscheidung sollte daher in einem Wertekontext als Bestandteil der Bewerbung stehen, der uns als Gemeinschaft voranbringt und dabei alle Mitglieder unserer Kommune mitnimmt. Kultur kann in diesem Fall wirklich Motor unseres Gemeinwesens sein und nicht konsumtives Erlebnis für eine privilegierte Minderheit. Hier können wir Vorbild werden. Der erste Schritt wird dabei der schwerste sein. Wir müssen Beteiligungsformen finden, die vor uns noch niemand praktiziert hat. Die hochgelobte Wissenschaft in Dresden ist hier in der Pflicht. Es wird uns nichts nützen, nur die Willigen zu erreichen, und doch müssen wir sie als erste Partner mit ins Boot holen. Ich spreche hier von den vielen Basisnetzwerkinitiativen, den vielen Ehrenamtlichen, die Bürgergesellschaft bereits praktizieren und die wir so oft einfach nur gewähren lassen, ohne sie nachhaltig zu unterstützen. Der Crew dieses Bootes muss aber klar sein, dass es keine erste und zweite Klasse und schon gar nicht die Fünf-Sterne-Suite geben wird und das Boot Platz für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt bieten muss. Dezentral und bürgernah muss der Weg zur Bewerbung sein. Holen wir uns Architekten, Verkehrsplaner in die Stadt, die uns helfen, ein lebenswertes Gemeinwesen des 21. Jahrhunderts zu organisieren, abseits des üblichen liberalen Marktdenkens. Diese Kultur des Umgangs untereinander ist gescheitert. Dies können Sie an der wachsenden Polarisierung der europäischen Gesellschaft derzeitig besichtigen. Der Prozess der Bewerbung muss die Anhebung des sozialen Kapitals der Stadt als Ziel haben. So werden wir ein Sehnsuchtsort mit europäischer Ausstrahlung. Sehen wir Dresden als relationale Stadt mitten in Europa und definieren wir unsere politischen, kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge zu Prag, Venedig, Warschau, Wien, Paris, Rom, Berlin, Wittenberg neu als Magnet und Vorbild. Zum Schluss noch eine Bitte. Begriffe wie Barock, Tradition, Zerstörung, Tal, Wende, Pegida
würde ich ungern in einer Konzeption für eine Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt lesen wollen. Lassen Sie uns gemeinsam mit dem Werkzeug dieser Bewerbung eine Vision für diese Stadt entwickeln, die uns hilft und Vorbild für andere sein kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Tannenberg, und nochmal vielen Dank auch an alle vier Gastredner zu diesem Tagesordnungspunkt. Von den Fraktionen ist mir eine Wortmeldung signalisiert worden, die würde ich jetzt dran nehmen, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Lichti, Sie werden verstehen, dass ich mir das natürlich nicht nehmen lasse, weil das ist ein ganz besonders großer Tag der Freude für ganz Dresden, für uns als FDP natürlich auch. Wir waren neben der SPD ja auch die Initiatoren damals des Antrages, daran möchte ich schon erinnern. Aber ich möchte hier vorne in erster Linie für meine Berufsgruppe sprechen, nämlich für die vielen Kreativen in dieser Stadt, die mit privatem Engagement, mit ihren Ideen, mit ihren Veranstaltungen, mit ihren Events diese Stadt genauso bereichern und die Teil dieser Kulturhauptstadtbewerbung sein müssen, meine Damen und Herren. Sie haben das richtig gesagt und es ist von vielen Rednern auch besprochen worden, dass man die gesamte Bürgergesellschaft mitnehmen muss, wenn es erfolgreich sein soll. Und die gesamte Bürgergesellschaft ist eben nicht nur die Hochkultur, die wir alle sehr schätzen, sondern das ist die Vielfalt dieser Stadt, das sind die vielen, vielen Initiativen, die wir in dieser Stadt haben, das ist nicht nur das Etablierte und die Etablierten, die man überall und immer wieder trifft, sondern es sind auch die vielen Namenlosen, die dieser Stadt gerade diesen Lebenswert gebracht haben, den wir im Sommer bei den vielen Veranstaltungen, bei den vielen Events auch wieder spüren werden und schätzen werden. Meine Damen und Herren, diese Bewerbung, und das sage ich jetzt als Stadtrat, nimmt uns in die Pflicht. Sie ist eine Chance, aber sie ist auch eine Pflicht, nämlich die Pflicht dazu, vieles von dem, was wir hier entscheiden, wie wir an Dinge herangehen, auch zu überdenken. Es wird eine Prüfung sein für uns alle, die wir hier sitzen. Wir können heute einen schönen Beschluss fassen, aber am Ende müssen wir das untersetzen. Mit Geld, klar, da sehe ich eine große Bereitschaft, aber auch mit Rahmenbedingungen. Ich will nur mal 2, 3 Punkte nennen, die ich da auf der Agenda sehe. Es wird in dieser Stadt viel darüber gesprochen, auch vorhin von unseren sehr geschätzten Rednern, über das Bekenntnis, was wir zum Beispiel zu unserer historischen Architektur haben. Wir ringen in dieser Stadt um den Erhalt von Architekturzeugen aus DDR-Zeiten. Wir haben aber immer noch nicht unser Verhältnis hier geklärt zu moderner Architektur. Wo findet sich in Dresden eigentlich die junge Generation in den Bauwerken wieder? Nirgendwo. Ein bisschen bei der TU, muss ich sagen, ein bisschen bei privaten Wohnprojekten. Aber ansonsten haben wir dort immer noch eine große Distanz zu entscheiden, wo wir in dieser Stadt auch mal anspruchsvolle, moderne Architektur zulassen. Und jemand hat es vorhin gesagt, Horizonte öffnen, aus dem Tunnel rausschauen. Diese Kraft müssen wir haben, so sehr ich für den Neumarkt bin und die Bewahrung des Alten an dieser Stelle. Wir müssen auch Orte finden, wo man Dresden modern weiterentwickelt, wie es bedeutende europäische Städte auch machen. Und, meine Damen und Herren, wie sehen wir diese Stadt eigentlich in Zukunft als Veranstaltungs- und Eventort? Das gehört ja mit dazu. Mit immer mehr Restriktionen, mit immer mehr Bürokratie, mit Verboten auf dem und dem Platz etwas zu machen, wird es nichts werden. Wenn wir tote Plätze züchten wollen, wie die Entscheidung der letzten Jahre ja immer wieder gezeigt haben, dann wird das nichts. Wenn wir für Kulturhauptstadt werden wollen, müssen wir auch den Konflikt, den wir oft mit Umweltamt haben, Lärm, Anwohnerinteressen und sowas klären. Diese Stadt muss leben. Das heißt, wir müssten eigentlich noch viel mehr Plätze beleben, auch durch private Initiativen. Meine Damen und Herren, das sind die Fragen, die wir hier ganz praktisch klären müssen. Wenn wir es so machen wie in den letzten Jahren, glaube ich, wird es nichts werden. Auch da bitte ich und lade Sie ein, weil wir heute in großer Einmütigkeit diese Entscheidung treffen, dann darüber nachzudenken und auch eine Kurskorrektur vorzunehmen, dass wir in Dresden auch, und da sind nie bloß wir Stadträte gefragt, sondern die gesamte Gesellschaft natürlich, das Thema Internationalität und Offenheit definieren müssen. Ganz klar, dort gibt es einen Nachholbedarf und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass in diesem sehr guten Konzept, was der Oberbürgermeister und auch die Anne-Kathrin Klepsch und ihr Team vorgelegt haben, der Punkt
Europa eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und zwar nicht das Europa, was man uns so von oben aufstülpen will, sondern ich finde den Ansatz, der am Konzept ist, ein Europa von unten, ein Europa der Vielfalt, ein Europa der Regionen, hier auch zum Thema der Kulturhauptstadtbewerbung zu machen, sehr, sehr richtig. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für unsere Stadt, den Menschen Europa, Internationalität mehr näher zu bringen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh über die heutige Entscheidung. Ich glaube, das ist wirklich ein Tag der Freude für uns, auch weil wir uns ein Ziel setzen, was machbar und was realistisch ist. In unserer Nachbarschaft gibt es ja Städte, die von Olympia geträumt haben und dann ganz sauer sind, dass nichts geworden ist. Ich finde das sehr gut, dass wir in Dresden uns realistische Ziele stellen. Wenn wir es gut anpacken, dann kann der Traum von der Kulturhauptstadt 2025 gelingen. Ich freue mich darauf und freue mich auf den kreativen Schub jetzt in unserer Stadt. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir jetzt mal schauen, ob wir zu einem deutlichen Signal in der Lage sind. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen und Stimmenteilung. Das wollen wir alles vermeiden mit der Abstimmanlage. Wir werden nicht sofort rausgeschmissen worden. Ja. 65 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 4 Enthaltungen. Ich glaube, ein deutliches Signal. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir von